Leute, willkommen zurück hier bei Finn und Ryan. Und Stella ist gerade noch auf der Arbeit oder sollte auf der Arbeit sein. Keine Ahnung, ich habe jetzt... Hallo, David, du stehst da ein bisschen im Weg. Alles klar. Ja, das Spiel hat irgendwie seine Probleme. Weil ich jetzt das Spiel gestartet habe, hat ihr... Ist ihr Job irgendwie abgebrochen, also sie war ja auf dem Weg zur Arbeit. Er fährt einfach nicht mehr weiter und weil er ist eigentlich auf dem Weg nach Hause. Naja. Und Ryan hat auch einfach abgebrochen, das Spazierengehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder nach Hause. Er muss ja sowieso gleich zur Arbeit. Und da sollte er vorher noch den kleinen Finn nach Hause bringen, in sein Kinderzimmer. Und ich würde eigentlich tatsächlich vorschlagen, es hat eine Person in der letzten Folge geschrieben oder zur letzten Folge geschrieben, dass wir am Schneeflockentag Finn älter werden lassen sollten. Aber ich bin ehrlich gesagt doch dafür, dass wir das morgen schon machen. Erstens mal, weil ich da noch ein bisschen mehr zu tun weiß, weil wir dann Finn als Schulkind haben und das ganz gut ist. Du kannst dann mal ihn hier absetzen. Ich bin ein bisschen verwundert, dass hier die Fahrgemeinschaft gar nicht kommt. Oder kommt die gar nicht für Ryan, keine Ahnung. Ich bin ein wenig irritiert gerade. Das Spiel will scheinbar irgendwie nicht so ganz mitmachen. Egal, du gehst ja trotzdem arbeiten, mein guter Ryan. Viel Spaß auf jeden Fall. Sie geht los. Sehr schön. Und du, mein Kleiner, ja, kannst du mal ein bisschen mit den Bauklötzen spielen. Viel anderes hat er jetzt eigentlich auch nicht wirklich, was er noch tun kann. Sie muss noch bis 18 Uhr arbeiten. Auch Ryan wird bis 18 Uhr arbeiten. Dann nehmen wir uns einfach morgen frei. Wir werden uns einen Babysitter holen, klar. Nehmen wir uns einfach morgen frei, feiern dann einen schönen Geburtstag für Finn. Und ja, wie gesagt, das Problem ist dann halt mit den anderen Sims in der Stadt. Da weiß ich echt noch nicht genau, wie ich das machen soll mit Alterung und so weiter. Ich wünschte, ich könnte einfach nur die Kinder altern lassen oder keine Ahnung. Ansonsten gehe ich halt einfach durch die Stadt und lasse ein paar Sims älter werden, einfach so. Damit das irgendwie passt, weil, ja, das wird sonst ein bisschen schwierig, glaube ich. Okay, ja, aber dann sollten wir jetzt so ein bisschen warten, bis die beiden anderen hier mit Arbeit fertig sind. Na, Sonja freut sich hier über. Ich habe auch total das Tierchen hier vergessen. Mr. Speck, hieß der schon immer Mr. Speck? Haben wir ihn so genannt? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, ihr habt den Mr. Speck genannt. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Wir waren halt echt schon ewig nicht mehr bei Stella und Ryan. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir ein Tierchen hier haben. Ein kleinen Mr. Speck. Ach Gott, ist das süß. Ja, nee, weil dann können wir auf jeden Fall nächste Folge den Geburtstag feiern. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass wir das nächste Folge schaffen. Und dann kann ich hier das Zimmer nochmal ein bisschen umgestalten. Das muss ja auch nochmal ein bisschen umgeändert werden. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe? Violett. Ach ja, stimmt. Wir haben ja hier auch die ganzen Sachen in Violett. Ja, können wir das Kinderzimmer umgestalten. Dann können wir Finn ein bisschen umstylen. Und ich habe auch schon mal ein bisschen überlegt, wie er so sein soll. Er ist ja diszipliniert und liebt die Kälte. Ja, ich meine, Kampfkunst lernt er sehr gut, aber diszipliniert ist für mich jetzt auch einfach so eine allgemeine Charaktereigenschaft, die ich für ihn gewählt habe. Das heißt, dass er sich immer anstrengt, dass er versucht, die Sachen gut hinzubekommen und so weiter. Das verstehe ich da ein bisschen unter diszipliniert. Deswegen habe ich ihm das gegeben. Und ja, seine Eltern sind halt auch doch sehr, sehr ehrgeizig und wollen halt ein möglichst talentiertes Kind haben. Vor allem wird Finn ja auch ein Einzelkind sein. Das war ja so ein bisschen die Idee, dass es so, ja, reiche Eltern sind, die sich ein Kind holen und all ihre Energie in das Kind stecken. So in der Richtung ist halt die Idee für Finn und für seine Eltern. Und deswegen soll er natürlich auch vielseitig begeistert sein, denn meistens ist das tatsächlich so. Oder zumindest kennt man das ja so, dass die Eltern, die so mega ehrgeizig sind, wollen, dass das Kind irgendwie in allen Sachen talentiert ist. Das heißt, er soll auf jeden Fall sportlich werden. Natürlich wird er die Kampfkunstfähigkeit erlernen. Ich denke mal, er wird da auch mit Steve trainieren. Ich meine, Ryan kann das ja auch so ein bisschen. Er wird da mit Ryan und mit Steve trainieren. Kampfkunst hat er Level 5 erreicht. Na, das ist doch schon mal was. Er kann sogar ein bisschen tanzen. Und
Dann habe ich mir überlegt, sollte vielleicht auch noch die Klavierfähigkeit lernen, weil ich habe überlegt, Instrumente auf jeden Fall eins. Und ich glaube, Klavier passt am besten hierher. Ich überlege gerade, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo noch einen Flügel hinstellen könnten. Aber theoretisch wäre das ja wohl der perfekte Ort für einen Flügel. Obwohl hier vielleicht, da in die Ecke könnte man vielleicht noch einen Flügel hinstellen. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So in die Richtung sollte das gehen. Dass wir hier tatsächlich sehr, sehr begeisterte Eltern haben, die unbedingt wollen, dass ihr Kind in sehr vielen Dingen begabt ist. Also sportlich, auf jeden Fall Athletik, Kampfkunstfähigkeit, was vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht wird das ja auch eher so seine Leidenschaft. Müssen wir mal gucken, was da dann so wirklich sein Fokus werden soll, weil als Kind wird er natürlich zu mehreren Sachen gedrängt, aber ich meine, sein eigenes Interesse ist ja dann nochmal was anderes. Dann sollte er auf jeden Fall auch natürlich wissenschaftlich begabt sein. Also sollte irgendwie da in die Richtung Logikfähigkeit ein bisschen trainieren. Ich weiß noch nicht genau, was wir da machen können. Wir können das mit dem Fernseher hier ausschalten. Und du, meine Liebe, du hast hier. Ich meine, Garten pflegen kannst du gerade nicht. Vielleicht können wir mal ein paar private Lesungen absolvieren. Wo können wir denn mal hingehen? Zu den Rogers macht nicht viel Sinn. Hier bei Macduff vielleicht. Ich weiß nicht. Wir gehen, glaube ich, einfach mal in die Bibliothek und gucken, wer da so ist. Hätte ich sie natürlich auch direkt von der Arbeit her hinschicken können, aber habe ich noch nicht dran gedacht. Ja, also ein Klavier würde ich sagen. Vielleicht als Kind erstmal nur ein Keyboard. Ich habe da ja eine Mod drin, mit der man auch als Kind schon sowas machen kann. Und ja, setzen wir den Kleinen mal hier ab. Dann, wie gesagt, sportlich und dann hat irgendwie auch noch Logikfähigkeit, was weiß ich was. So in der Richtung ist halt meine Idee. Nicht, dass ich das eine gute Erziehungsmethode fände, aber ich finde das halt für Finn irgendwie sinnvoll. Können wir nicht mit ihm irgendwas lesen? Haben wir hier nicht irgendwo Bücher für ihn? Kann man das nicht machen? Ich hätte jetzt eigentlich gerne ein Buch mit ihm gelesen, aber ich glaube, wir haben gar keine für ihn da, oder? Ich glaube, das sind alles keine Kleinkindbücher. Ach komm, weißt du was? Dann nehmen wir ihn einfach auch noch mit in die Bibliothek. Dann gehen wir mit ihm einfach auch noch mit dahin. Weil da sind auf jeden Fall Kleinkindbücher. So. Machen wir quasi einen Familienausflug, auch wenn Stella jetzt schon vorher hingegangen ist. Aber sie möchte ja ein paar private Lesungen absolvieren, die ich auch noch gar nicht gesehen habe, wo ich mal gespannt bin, wie das so ist, ein paar private Lesungen zu machen. So, da können wir ja zum Beispiel hier Zoe Durwood fragen. Eine angemessene Vorstellung machen. Hast du dich umgezogen, Mädchen? Kannst du dich bitte umziehen? Ich möchte gern, dass du dein Karriereoutfit trägst. Ach, ist das falsch, oder? Nee, das ist sogar das. Ist das dein altes? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Stell dich mal angemessen. Ich glaube, das ist ihr altes Arbeitsoutfit. Weil ich habe ja. Oder? Nee, das ist das Falsche. Okay, keine Ahnung. Ich finde das so cool, wie sie dann Knicks macht, ey. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ach, ist sie eine Teenagerin? Ach, sie ist eine Teenagerin. Können wir trotzdem eine private Lesung? Nee, ne? Ah. Okay, sorry, dann müssen wir mal mit dir reden. Wie heißt du? Rick Durwood. So, du kommst auf jeden Fall hierher mit dem Kleinen. Bisschen was lesen würde ich gern, dann fahren wir wieder nach Hause. Weil der ist auch schon ziemlich müde jetzt. Aber sollte trotzdem gehen. Wie reist du denn hierher? Ah, in der Limousine, okay. Ich dachte jetzt schon, dass er irgendwie den Kinderwagen nimmt, aber er hat nur ein bisschen gebraucht, bis die Limousine ankam. Das geht ja. Und ja, das ist absolut normal für die Haverings, eine Limousine sich zu holen. So, können wir bei dir jetzt eine private Lesung machen? Ja, private Lesung absolvieren. Können wir das jetzt einfach so, oder müssen wir uns erst noch ein bisschen mehr anfreunden? Möchtest du eine? Okay. Alles klar. Okay. Stella Haverin hat eine mangelhafte Lesung. Dieser Sim kommt bestimmt nicht wieder. Was müssen wir denn dafür verbessern, damit das besser funktioniert, ist meine Frage.
Können wir mal Finn absetzen. So, also mal, könnt ihr euch nicht irgendwie alle mal umziehen? Warum muss er denn weiterhin diese Sachen anhaben? So, dann können wir mit ihm... kluges Köpfchen fängt den Wurm lesen. Das wäre, glaube ich, so das, was er mit seinem Sohn lesen möchte. Jetzt ist die Frage, wo sind denn hier noch mehr Leute? Da hinten ist jemand, okay. Ah, das ist aber, glaube ich, eine Touristin, ne? Jolene. Können Sie ja trotzdem mal uns ihr angemessen vorstellen. Wir wollen ja nur ein paar private Lesungen. Wir wollen das ja verbessern. So, und dann lies mal bitte mit dem kleinen Finn. Zumindest ein Buch oder ein halbes Buch oder keine Ahnung. Danach sollte er nach Hause was essen und ins Bettchen. Und wir machen in der Zeit ein paar private Lesungen hoffentlich. Hallo, Jolene. Weiß ich nicht, sollten wir sie vielleicht vorher noch kennenlernen? Wir können sie ja mal kennenlernen. Vielleicht wissen wir dann Merkmal und können mehr über sie erfahren, bevor wir die private Lesung machen. Vielleicht hilft das. Na, warte mal, einmal gucken. Macht ihr denn jetzt auch wirklich das, das Vorlesen? Na, no. Ja, macht ihr. Na, no, so knuffig. Und da ist die kleine Sophie Rogers. Süß. Warte mal, er hat jetzt das schon gelernt? Okay, das ging schnell. Ich meine, warum nicht? Dann können wir mit ihm plaudern und dann direkt nach Hause gehen. Weil, warum nicht, ne? Wie das aussieht, das ist ja der Wahnsinn. Ach ja, wie sie die Hand einfach draufpackt. Das wird bestimmt wieder eine mangelhafte sein, oder? Oh, eine wirklich schlimme. Es hat sich gezeigt, dass es die Leute nicht interessiert, wie oft sie in der Woche ein- und ausatmen. Jedenfalls, solange die Anzahl nicht auffällig niedrig ist. Wird das dann mit der Zeit besser? Oder muss ich irgendwas Bestimmtes dafür tun, damit sie das besser macht? Das ist gerade so ein bisschen meine Frage. Wie kriege ich das denn hin, dass sie ein bisschen sinnvollere private Lesungen absolviert? Wir können ja mal hier hingehen. Bei Alastas Elixiere sind da denn auch... Nein, da ist wirklich also einfach niemand. Nicht immer mehr ein Verkäufer. Gut, dann brauchst du da auch nicht hingehen. Obwohl, Malcolm ist gerade hier. Geht er auch rein? Ja, Malcolm ist da. Sehr gut, dann können wir dem wenigstens eine private Lesung absolvieren. Mit dem Kinderwagen spazieren gehen werden wir, glaube ich, nicht mehr. So, okay. Du gehst nach Hause, dann kannst du den Kleinen in den Hochstuhl setzen. Danach irgendwann. Ja. Gut. Und dann schauen wir mal bei Stella. Wie gesagt, genau, Malcolm sollte jetzt hier sein. Dann, werden wir ihn auch mal begrüßen. Können wir bei ihm nicht eine angemessene Vorstellung machen? Den haben wir wahrscheinlich schon kennengelernt, ne? Oh mein Gott, er ist total erstaunt. Oh mein Gott, Stella! Stella Havering! Das ist ja der Wahnsinn. Können wir ihn irgendwie nochmal vorher kennenlernen? So. Weil wir kennen ihn jetzt wirklich noch gar nicht. Weiß ich nicht, ob das irgendwie da einen Einfluss drauf hat. So, seid ihr da mal zu Hause, ihr beiden? Ja, seid auf dem Weg nach Hause. Schön. Na. Gut. Dann sind wir gleich da. Dann kannst du ihm was zu essen geben. Dann sollte er ins Bettchen gehen. Und dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Oh, Ryan verliebt im Arm. Das ist ja schön. Und dann würde ich gerne hier nochmal eine private Lesung absolvieren. Profisportlerkarriere. Ach ja, ist ja ein Kollege von Ryan. Ich erinnere mich. Und? Wie das aussieht. Das ist wirklich bestimmt wieder eine richtig schlechte, oder? Sie hat sogar eine gute Lesung absolviert. Er ist zwar mit mehr Fragen als Antworten gegangen, aber so hat er wenigstens etwas zum Nachdenken. Oh cool, wir haben uns sogar verbessert mit der Zeit. Das ist ja richtig schön. Wow, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja doch gar nicht so anstrengend, wie ich gedacht hätte. Vielleicht können wir hier nochmal gehen. Das sieht aus, als wäre hier noch jemand. Oder sind hier nur Wildpferde?
Nee, hier ist jemand. Hier ist die Veranstalterin, ne? Ja, oder die Eigentümerin. Oh, hier ist sogar noch jemand. Eine Touristin. Brittany Dupont. Okay. Dann gehen wir doch mal dahin. Du kriegst jetzt was zu essen. Ja, kein Problem. Du kriegst ein bisschen Waffeln zum Abendessen. Das kann man ja wohl mal machen. Und du machst hier noch eine letzte Lesung. Dann müssten wir hier ja richtig gut dabei sein. Beschwörerin billiger Tricks. Und das als Stufe 6 Wahrsager, ne? Also ist ja auch schon interessant. Gut, dann können wir doch mal Brittany Dupont kennenlernen. Und danach noch eine private Lesung absolvieren. Das wäre ganz cool. So, in 2 Tagen ist Schneeflockentag. Ja, das wissen wir. Kriegst du jetzt was zu essen? Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal, was können wir denn bei Ryan vorher noch machen? Du kannst dich erstmal nochmal umziehen. Nee, nicht Aussehen ändern. Outfit wechseln. Ich finde das nämlich ziemlich nervig. Wieder eine mangelhafte Lesung. Okay, aber wir haben alle Lesungen absolviert, die wir machen wollten. Obwohl an ihrer Richtigkeit kein Zweifel besteht, hat die Vorhersage, du wirst mich in Bar bezahlen, nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Ah, oh, Stella. Richtig gut, ey. So, danach würde ich den Kleinen auf jeden Fall mal ins Bettchen schicken. Ach ja. Und da kommt auch schon Stella angerannt. Hey! Oh, immer auf Aussehen ändern. Und dann kannst du dich auf jeden Fall auch umziehen. Dann werden wir den Kleinen mal ins Bettchen schicken. Dann soll es ihm auf jeden Fall super gehen. Und wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nächste Folge den Kleinen älter werden lassen. Stella arbeitet morgen eh nicht und Ryan nimmt sich dann einen Tag frei und dann können wir den Schneeflockentag eben auch mit allen gemeinsam erleben. Ich finde das interessant, dass sie gar nicht die Wäsche gewaschen hat, die Haushaltshilfe. Hat sie denn hier Zugang? Ja, ne? Sollte sie Zugang haben. Hat sie auch hierzu Zugang? Oh, okay, dann sollten wir das vielleicht mal aufschließen. Vielleicht macht sie das deswegen nicht. Okay, dann kannst du ja schon mal irgendwie hier das Feuer anzünden. Kannst ja schon mal ein bisschen Kamin genießen. Ich weiß nicht, ob wir die beiden schlafen schicken sollten, wenn der Kamin brennt. Das wohl eher nicht. Aber mal anzünden. Wow. Okay, wer braucht ein Feuer? Wow. Wer braucht ein Feueranzünder, wenn man Stella hat? Das ist ja nicht schlecht, Stella. Okay, das Spiel will halt irgendwie auch gerade nicht, dass ich mir das richtig anschaue. Okay, Stella. Ja, meinetwegen. Meinetwegen, wenn du meinst. So, genau, der Kleine schläft hier jetzt. Und du kannst auch mal hier rübergehen. Kannst auch mal irgendwie das Kaminfeuer genießen. Das ist doch schon, ja, sehr interessant, wie Stella hier das Feuer angemacht hat. Ach ja. So, dann können wir die Gute vielleicht mal küssen. Du möchtest ihn ja verliebt umarmen, habe ich gehört. Wo haben wir das denn? Oder ist das schon wieder weg? Oh. Ist schon wieder weg. Naja, was soll's. Mach's trotzdem. Wenn wir hier schon mal sind und ein Kaminfeuer haben und sowas, dann ne, können wir sowas ja eigentlich auch trotzdem mal machen. Dann kannst du ihr noch einen Schwebekuss geben und ja. Nochmal ihr Schutz versprechen. Vielleicht nochmal ein Liebeslied singen und dann, ne? Du möchtest ihn als Freund gewinnen, sie möchte mit ihm ausgehen. Interessant, was ihr für Gedanken habt, während ihr miteinander redet. Oh, sie möchte aber auch eine Steckbox kaufen. Interessant. Dann kannst du vielleicht das Feuer wieder ausmachen, weil erstmal wird es gleich warm genug im Raum. Und zweitens, du solltest es ausmachen und nicht. Und nicht dich nochmal aufwärmen beim Hintern. Ja. Und zweitens möchte ich sie, wie gesagt, eigentlich auch nicht unbedingt. Dann macht sie den Eiszauber um, dass wieder.
Oh mein Gott, Stella ist so cool. zweitens möchte ich sie halt auch nicht schlafen lassen, während das Feuer an ist. Das könnte unangenehm werden. Deswegen, ja, regeln wir das so, dass das Feuer schon aus ist. Ja, und das war also eine sehr entspannte, süße kleine Folge mit den beiden wieder. Finn wird meiner Meinung nach nächstes Mal älter, beziehungsweise wenn wir das irgendwie einigermaßen hinkriegen. Mr. Speck, ey. Ich hab echt Mr. Speck total vergessen. Okay, auf jeden Fall werden wir uns morgen auch um Mr. Speck kümmern. Der wird natürlich auch Finns Haustier werden. Also da soll sich dann Finn drum kümmern, sobald er älter geworden ist. Und ja, dann bin ich mal gespannt auf die Geburtstagsparty morgen. Da werde ich bestimmt auch noch mal ein bisschen was vorbereiten hier. Vielleicht ein bisschen dekorieren. Mal schauen, was wir so hinbekommen können. Und dann sehen wir uns morgen, also nächste Woche, morgen für Stella und Ryan wieder. Und ja, werden dann auf jeden Fall Finn endlich mal älter werden lassen. Dann haben wir das erste Grundschulkind. Das ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.